Leute, willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir sind hier stehen geblieben und wir wollen jetzt hier endlich kommen und das machen wir jetzt auch. Ich weiß nämlich jetzt, wie wir hier rauskommen. Nein, weiß ich nicht. Aber man kann es ja versuchen. So, wir gehen jetzt ins Büro. Öffnen die Schranktür. Ich sollte erst Holger beiseite schaffen. Dann öffnen wir nicht die Schranktür. Ach Mann, ey. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Können wir irgendwann mit... Das ist mein alter Kumpel. Ja, ich weiß. Können wir mit Harvey reden? Reden mit Harvey. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Ach, nichts. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ein sehr gutes. Yippie. Yippie. Endlich. Vandalismus. Mit... Ach man. Captain unbrauchbar und boah. Ja, der Charakter Stiesel ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren, also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hängen sie mir übers Bett und meditiere darüber. Ach man. Funktioniert ja irgendwie nicht. Kaputtes Stuhlbein. Das kaputtes Stuhlbeins. Plural kaputte Stuhlbeine. Defekter Sitzmöbelfuß. Cool. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Mist. Nein, Edna, aufhör! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Was? Nein, Edna, du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Was für ein Ding? Da fehlt ein Eintrag unter E wie Edna. Ich schreibe mal selber was. Edna, die Ednas, Plural Edne, supercoole Erdenbewohnerin. Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. Ach ja. Hey! Oh, ich verdufte lieb. Warte gefälligst! Nee. Was soll da? Wie kommst du? Wie bist du da? Marsch, willst. Och man, okay, ey. Ich weiß von, aber... Ja, halt die Schnauze. Ja, nein, hast du nicht. Oh, was ist denn das für eine Scheiße, ey?
Irgendwie muss ich doch den Typen so ablenken können, dass er mir nicht mehr auf den Sack geht. Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Item-Reaktion mit dieser Antenne gepackt. HW, er hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Unten das kante Fenster. Nee, ey. Was kann ich hier? Kegelkarton. Oder? So, Licht schaltet es ja an. Okay, dann reden wir mit der Alf-Puppe. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ach Mann, ey. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Kann ich den Poloschläger vielleicht zurücklegen? Das ist mal ein massiver Stuhl. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch... Ich bin nicht hier, um auf... Du sollst einfach die Scheiße kaputt hauen, Mann. Oh, ich weiß gerade echt nicht weiter, Leute. Das ist echt... Ja, Foto hier, Schacht, Pokale, Diplom, Fenster, ja, ist alles schön. Bringt mir aber nichts. Ja, Dr. Massels Büro. Ach Mann. Mit den Typen kann man ja auch nicht weiter reden. Habe ich ja schon alles gemacht. Kann ich vielleicht Harvey mit Ferne benutzen? Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Okay. Ferne Dachkante unten. Okay. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Ja, tut mir leid. Die sieht aus wie eine... Ja, hast du schon gesagt. Sieh her, Harvey. So kann die... Ach Mann, das haben wir doch schon. Okay. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Sehr viel Wissenswertes also. Ach Mann, was ist denn das? Das ist so eine grenzdebile Scheiße. Ich weiß halt echt nicht mehr weiter. Ach Mann. Ah, Mann. Hey! Ja, verdufte mal lieber. Was soll das? Wie kommst du? Wie bist du da? Marsch, willst du meine... Ach Mann, nimm nur das scheiß kaputte Stuhlbein. Mann, nee. Schnauze. Keine Ahnung. Hey? Was? Vergiss es einfach.
Ja. Och Mann. Das ist so beschissen, ne? Ich will doch ja einfach nur noch raus, Mann. Meine Fresse, ey. Gibt's hier irgendwas, was ich übersehen hab? Ich hab keine Ahnung. Fucking hell. Also, die Pflanze, die hat hier nichts an Bedeutung. Hier. Ah, oh, fuck, warte mal. Kann ich vielleicht das Lexikon drauflegen? Das Lexikon drauflegen. Na, nee. Diese Säule verschandle ich. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungen. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist. Stimmt's? Psst. Aha. Haha. Danke, Harvey. Du Arsch. So, wie kann man das jetzt machen? Mist. So. Also. Herr Tavi hat jetzt nicht gesagt, dann wäre ich nie drauf gekommen, dass ich die Säule bewegen kann. Ja, lol. Wir sollen bitte darauf kommen. So. Geh zum Fenster. Jetzt sollten wir hier nicht mehr die Tür aufkriegen. Hä? Was? So. Und jetzt sollte die Säule immer noch da sein. Oder? Ja. So. Die Säule ist immer noch da. Ey, was ist denn das, ey? Dann sollten wir eigentlich auch nicht mehr rauskommen. So. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So. Das macht jemand ab. Oh Mann. Nein, wir reden mit niemandem. Das macht jemand an. Okay. Benutzen Dachluke. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen Bett. Was können wir hier mit dieser Säule anfangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nichts. Ja, komm halt ins Maul. Komm, bitte gib mir die Möglichkeit. Bitte. Beweg dich. Oh! Ich werd verrückt! Wo ist er jetzt? Jetzt sind wir noch da! Das klappt so nicht. Ach Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, ich rede mal mit Tari darüber. Vielleicht hätte er ja einen Tipp für mich. Hä? Fucking hell! Schnauze! Oh,
Okay. Und schon wieder bewende ich eine Folge hier in unserer Zelle. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, und haut rein.